Hi, ich bin Hübschmann, Mitbegründer von Guitar Masterplan. In dieser Lektion gibt es eine Antwort auf eine weitere Zuschauerfrage bzw. eine Frage von einem unserer Mitglieder von dem Rock und Metal Basiskurs. Übrigens, wenn du Anfänger bist, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link auf unseren kostenlosen Basiskurs. Da gibt es 12 Lektionen, wie du schon mal anfangen kannst, wenn du vielleicht gerade mit dem Gitarrenspiel angefangen hast und noch nicht länger als 6 bis 12 Monate spielst. Das sind 12 kostenlose Lektionen. Du brauchst einfach nur deinen Namen, E-Mail-Adresse eintragen und dann schicken wir dir in den nächsten Tagen die Lektion zu und kannst dir da jeweils die Videos anschauen. Und jetzt zurück zu der Frage, und zwar von dem Uwe. Er hat uns gefragt, auch stellt sich mir die Frage, also er hat vorher noch eine andere Frage gestellt zu Equipment-Sachen, und dann schreibt er auch, stellt sich mir die Frage, ob ich in Richtung Status Quo oder T-Rex unbedingt eine Telecaster brauche oder für AC/DC eine SG und so weiter. Ja, also sprich, es geht grundsätzlich um die Frage, brauche ich denn dasselbe, das gleiche Equipment wie meine Vorbilder oder auch dieselbe Gitarre wie Guitarist X, um dessen Sound zu erreichen. Und grundsätzlich würde ich sagen, nein. Allerdings mit ein paar Einschränkungen, es kommt ganz darauf an. Ja? Weil wenn natürlich exakt, wenn du zum Beispiel wenn es dein Ziel ist, dass du exakt denselben Ton erreichen wirst, was du zumindest bis auf die kleinste Nuance heruntergebrochen wahrscheinlich nie erreichen wirst, weil es immer ein paar Differenzen gibt. Ja? Der Gitarrist X hat nun mal andere Finger, das ist eine andere Sache, aber man kann natürlich sehr nah rankommen. Ja? Würde ich sagen, ja, könnte es sich lohnen, dass du zumindest selber exakt das gleiche Equipment dir kaufst, aber es ist grundsätzlich absolut nicht notwendig. Ja. Wie gesagt, es hängt ganz davon ab, was du im Endeffekt erreichen willst. Wenn du einen Sound haben willst, der so ähnlich ist, dann ist es auf jeden Fall nicht notwendig. Ja. Wenn du exakt denselben Sound hast, dann könnte es, ja, es könnte natürlich die Chance erhöhen, dass du dann auch damit den gleichen Sound erreichen wirst, aber es ist absolut nicht notwendig. Ja. Was du vielmals darauf achten solltest, ist allgemein der Grundsound, den Guitarist X zum Beispiel hat. Nimm mir zum Beispiel mal AC/DC und Angus Young zum Beispiel an. Ja. Brauchst du unbedingt eine SG? Was hat denn die SG? Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gerade selber nicht, aus welchem Holz die ist, aber ich glaube, der Korpus ist meistens Mahagoni, bin mir auch nicht so sicher. Ich würde eher nach solchen technischen Details gehen, was denn die Gitarre hat, und mir dann einfach eine Gitarre aus demselben Bereich raussuchen. Aber jetzt gerade zum Beispiel im Fall von AC/DC, ich meine, es ist einfach dieser typische Crunch-Sound, aber dafür geht auch jede andere Gitarre, wie zum Beispiel jetzt hier meine ESP. Hauptsache, du verwendest, was eher wichtig ist, eine Gitarre mit einem Humbucker und nicht unbedingt mit einem Single-Coil, und du stellst entsprechend dann so einen crunchy Sound ein, ja? Und damit wirst du schon dem AC/DC-Sound sehr, sehr nahe kommen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es wieder einige Leute gibt, die sagen, ah nein, du brauchst unbedingt eine SG, und weil dann hast du diesen kleinen Klang, den sowieso kaum jemand hört, den wirst du dann damit haben, den hast du mit keiner anderen Gitarre. Ja, kann das auch sein. Ist, wie gesagt, meiner Meinung nach absolut nicht notwendig. Ich würde eher mehr darauf achten, welchen Grundsound willst du im Endeffekt erreichen, und eher auf so, ja, ich sag mal, oberflächliche, grobe Dinge achten, klingt vielleicht etwas negativ, wie zum Beispiel, nutzt der einen Single-Coil oder eine Humbucker-Gitarre? Ja, wenn du zum Beispiel sagst, Eric Clapton, dann würde ich sagen, okay, ist jetzt hier die ESP vielleicht nicht ganz dazu geeignet, gerade wenn es um Clean Sound geht. Ja, dann wäre zum Beispiel jetzt hier die Ibanez, die ich hier gerade habe, die wäre dann zum Beispiel schon eher passender, ja, weil dann kann man den Humbucker zumindest noch splitten in Single Coil, dann kommt man schon eher an den Sound ran. Aber zum Beispiel sowas, da sage ich auf jeden Fall, okay, ja, es macht dann mehr Sinn, sich zum Beispiel eine Stratocaster oder irgendeine andere Gitarre mit Single Coils zu kaufen. Und das gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel den absolut krassen Metalcore oder Death Metal Sound haben willst, dann würde ich nicht unbedingt zu einer Single Coil Gitarre greifen, also eine reine Single Coil, wie zum Beispiel eine Standard Stratocaster von Fender greifen, sondern würde mir lieber auch was aus dem Heavy in Anführungszeichen Bereich suchen, also sprich vielleicht eher was mit Humbuckern, ja, wie zum Beispiel jetzt hier diese ESP oder Ibanez oder wie auch alle die ganzen Firmen heißen. Ja, also das erstmal zu der Frage. Ich hoffe, ich konnte das mal etwas beantworten. Wie gesagt, um es nochmal runterzubrechen, ich sage nein, ist absolut nicht notwendig. Schau lieber auf die oberflächlichen Details, wie zum Beispiel Tonabnehmer und gegebenenfalls auch noch, ja, ich sag mal, Hölzer oder Gitarren, sag ich mal, Arten, Anführungszeichen, und den Rest kannst du dann mit einem
guten Amp steuern. Ich finde sogar, der Amp ist hier dann fast noch eher das wichtigere Detail als die Gitarre. Ja, das ist erstmal so unsere Meinung zu dem Ganzen. Ich hoffe, Uwe, ich konnte das Ganze beantworten und auch noch für andere war das vielleicht mal ganz interessant zu hören. Wenn es dazu noch Fragen geben sollte, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Lektion gefallen hat, gib mir auch einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, damit du immer über die neuesten Videos benachrichtigt wirst. Ansonsten wünsche ich dir noch mehr viel Spaß und Erfolg beim Gitarre lernen. Bis dahin, rock on!